In diesem Video wird der Radius, zu Deutsch Speiche, thematisiert. Der Radius ist ein Röhrenknochen des Unterarms, der daumenseitig liegt. Er wird von proximal nach distal immer breiter und steht mit dem Oberarm, Humerus, der Elle, Ulna und der Handwurzelknochen in Verbindung. Durch diese Verbindungen entstehen insgesamt vier verschiedene Teilgelenke. Der Radius artikuliert mit dem Humerus mittels Articulatio humeroradialis, mit den Handwurzelknochen mittels Articulatio radiocarpalis und zweimal mit der Ulna über die Articulatio radioulnaris proximalis und Articulatio radioulnaris distalis. Der Radius besteht aus dem Caput radii, also dem Kopf, dem Collum radii, dem Hals und dem Corpus radii, dem Schaft. Der Caput radii artikuliert, wie bereits erwähnt, mit dem Capitulum humeri, mit dem er ein Teilgelenk, nämlich das Articulatio humeroradialis des Ellbogengelenks, Articulatio cupiti, bildet. Das distale Ende des Radius bildet eine Gelenksfläche für die Handwurzelknochen. Man kann die Speiche in unterschiedliche Flächen unterteilen. Die Fascis anterior, also die vordere Fläche, dient zusammen mit der Membrana interossea und der Elle, der mittleren und den tiefen Schicht der Flexoren des Unterarms als Ursprungsstelle. An der Fascis lateralis entspringen auch einige Unterarmmuskeln und an der Fascis posterior, wieder gemeinsam mit Ulna und Membrana interossea, haben die Extensoren ihre Ursprungsfläche. Etwas unterhalb des Halses findet man eine starke Rauigkeit, die Tuberositas radii. Sie bildet die Ansatzstelle für den Musculus biceps brachii. In der Pronationsstellung ist die Sehne um den Radius gewickelt. Während der Supinationsbewegung wickelt sich die Sehne wie ein Seil um eine Kurbel wieder ab. Weit distal gibt es einen Vorsprung, den man als Griffelfortsatz der Speiche, also Processus dilioideus radii, bezeichnet. An ihm setzt der Musculus brachioradialis an. Hier befindet sich die Incisura ulnaris. Das ist eine Einkerbung für das Caput ulne, genauer gesagt für den Circumferentia articularis ulne. Durch diese Verbindung entsteht das Articulatio radioulnaris distalis. Das Articulatio radioulnaris proximalis befindet sich hier und wird durch die Incisura radialis der Elle und den Caput radii, genauer gesagt den Circumferentia articularis radii, gebildet.